Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir wollen jetzt wieder einmal die kleinen Kaninchen hier besuchen. Einmal schauen, was hier so Sache ist. Und was ich sehe, ihr aber nicht, ist Folgendes. Und zwar habe ich hier ein neues Licht. Meine Schwester war so nett, sie meinte, sie konnte sich das nicht mehr ansehen, wie ich hier immer mit so einer Taschenlampe herumhantiere. Ich schalte mal kurz die Kamera aus, denn gerade habe ich das auch umgedreht und dann konnte man mich sehen. So, seht euch das mal an hier. Was für ein cooles Ding, oder? Also da erstmal an der Stelle recht herzlichen Dank. Und jetzt kann ich tatsächlich in einer Hand auch nur ein Teil halten. Ne? Sonst war das immer so, dass ich noch die Lampe und so weiter und so fort alles irgendwie reinquetschen musste. Sehr schön. So, die Kaninchen haben hier noch nichts zu essen bekommen, die guten hier. Denn das Essen steht schon bereit. Heute gibt es wieder Kohl und Trockenfutter. Ich habe leider nicht geschafft, Heu zu holen. Das war eigentlich auf heute geplant, aber ich habe leider es nicht geschafft, den Termin wahrzunehmen. Nun gut, dann muss ich das irgendwann Anfang nächste Woche holen. So, heute kommen wir zu einem besonders erfreulichen Thema. Und zwar bin ich heute Morgen rausgekommen. Und was haben meine kleinen, zarten Äuglein hier erblicken können? Das Kaninchen hat sich hier Fell rausgepflückt, rausgezogen. Und es sieht fast danach aus, dass sie Kindlein bekommen hat. Und das wollen wir gleich mal so ein Stück weit untersuchen. Erstmal schauen wir hier ganz grob, ob vielleicht hier noch irgendwo ein Kindlein herumliegt. Das letzte Mal war sie auch super, muss ich sagen, als Mutti. Ne? Da hat sie alles alleine gemacht, obwohl es das erste Mal gewesen ist. Ich meine, das waren 10 oder 11 Kinder. Da sind leider auch ein oder zwei gestorben, aber den Rest hat sie ganz sauber und elegant durchgebracht. Also das war die Mutti, wo ich gar nicht reinschauen musste bei ihr, denn das hat einfach alles funktioniert. So, also wir machen das jetzt wie folgt. Ich werde jetzt mal ein bisschen Grünes für sie sammeln, das dann hier reinlegen, die Muttisperre da dran machen, meine Handschuhe anziehen und dann den Geruch des Kaninchens an meine Handschuhe bringen. So, gesagt, getan. Jetzt habe ich das hier schön gepflückt. Und jetzt werden wir das dem Kaninchen hier einmal überreichen. Feierlich so ein Stück weit. Ne? Zack, sie ist da schon ganz gespannt da drauf. Und vorhin durfte ich sie auch schon wieder anfassen. Denn Muttis, die ihre Kinder bekommen haben, die werden plötzlich relativ zutraulich. Gut, ich ziehe jetzt mal meine Handschuhe an. So, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Ich muss irgendwie den Geruch an meine Handschuhe bringen. Sie ist ja eigentlich nicht ganz so glücklich darüber. Nun gut, da muss ich was anders machen. Hier liegt ja auch noch Fell von ihr herum. Und da werde ich mal so ein bisschen meine Handschuhe geruchstechnisch belasten. Sollte ausreichen hier. Zack, nochmal ein kurzer Handgriff. So, das packen wir mal weg hier. Das stört mir und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Und was ist so euer Gefühl? Was meint ihr? Viele Kaninchenbabys oder nur wenig? Hier ist das leer. Zack, also gucken wir erstmal. Seht ihr, hier liegt ein Kaninchenbaby. Ganz offensichtlich schon tot, es ist kalt. Wo ist die Schippe? Ist jetzt nicht da. Muss ich das erstmal hier irgendwo hinpacken. Zack. Nummer 1 ist tot. Da ist auch noch ein bisschen Blut hier, seht ihr das? Nehme ich auch mal gleich so ein bisschen raus. So, ich bin gespannt, ich hoffe nicht. Das sieht ziemlich schmierig aus hier. Okay, also so qualitativ wie beim ersten Mal scheint es hier nicht zu sein. Ah, da sehe ich schon ein bisschen was. Muss man hier gucken, weil hier ist auch relativ viel Blut. Normalerweise fressen die Kaninchen das ja immer so ein bisschen auf hier, ne?
Zack. So, ich höre da schon ein bisschen was. So, das kommt erstmal alles dahin. Da schmeiße ich gleich alles weg. So, zack. Also ich bin sehr gespannt. Erstmal nur so einen kleinen flüchtigen Blick hier riskieren, ob alles soweit in Ordnung ist. So, das sieht gut ausgepolstert aus hier. Da haben wir sie. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich will mal ganz kurz gucken hier. Also, eins. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, 5, 6, 7, 1 ist tot. So. Das scheint, dass es gewesen ist, ja. So, wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier schick, ne? 6, 7, 8. Ich mache das hier alles schön vernünftig zu hier. Zack. So, damit ich nicht ausbrechen aus dem Nest. So, das war's. Also, was haben wir? Wir haben 8 lebende Kaninchenbabys und 2, die tot sind. Wobei der hier auch relativ schick wahrscheinlich geworden wäre, ne? So, zack. Und auch er hier, er ist schon sehr kalt. Er lag auch außerhalb des Nestes. Und das Exemplar lag innerhalb. So, hier haben wir noch so ein bisschen an Müll. Da schmeiße ich gleich alles in die Mülltonne. Und dann ist das ja auch erledigt hier. Guti, seht ihr, und darum ziehe ich Handschuhe an, damit ich hier nicht den ganzen Blut und alles hier auf mir drauf habe. So. Zack. Einmal vernünftig wegstellen. So, dann schauen wir mal hier, was die jetzt macht. Der Stall ist jetzt offen. Ob sie da jetzt wieder reingeht oder nicht so begeistert ist. Also was mich halt gewundert hat, ist, dass sie hier noch einiges an Fell drin hatte. Vielleicht ist das auch nur an ihr hängen geblieben. Am Anfang dachte ich tatsächlich, so den ersten Moment, dass hier vielleicht noch ein Kaninchenbaby liegt. Aber es scheint, dass es so nicht ist. Ja, sehr schön. Also 10 hatte sie, 2 waren tot bei der Geburt, 8 hat sie jetzt übrig. 8 sollte sie eigentlich ohne Probleme auch gewuppt bekommen. Von daher muss ich hier auch gar nicht mehr eingreifen. Also das ist der Nachwuchs von Nummer 3. Nummer 3 hat dann tatsächlich hier jetzt auch gute Leistung gebracht. So, sie prüft jetzt einmal hier, ob alles in Ordnung ist. Stillt sie sie etwa? So, und hier könnt ihr sehen, warum es auch sehr wichtig ist, da einmal reinzugucken, ob da irgendwelche Kaninchenbabys tot sind. Ja, scheint, dass sie sie stillt. Sehr schön. Also ich denke mal, die sind heute, ich weiß nicht, so gegen vormittags oder sowas auf die Welt gekommen, denn ich bin kurz vor 11 oder so bin ich einmal rausgegangen, da habe ich das dann schon gesehen, aber ich hatte noch einen Termin, darum musste ich gleich los. Aber wer weiß, hätte ich sofort reagiert, hätte ich vielleicht das eine Kaninchenbaby, das graue hier, auch noch irgendwie ins Nest hineintun können
dann hätte es auch überlebt. Aber nun gut, nun gut. 8 ist eine relativ sichere Zahl, dass da jetzt auch keine seltsamen Überraschungen auf uns warten. Also, Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch. Du bist zum ersten Mal Daddy geworden. Sehr gut, Kollege. Hast du sehr gut gemacht. Ja, ich denke, wir sind schon wieder an den Zeitpunkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.